Ja, hallo liebe Mitglieder. Heute melde ich mich mal aus einem anderen, ganz anderen Ambiente, nämlich ganz gemütlich vor unserem Kamin im Lounge-Bereich im Vital. Wir wissen seit letzter Woche, dass die Ausgangsbeschränkungen, die Kontaktverbot weiter aufrechterhalten wird und wollen euch deshalb jetzt auch mal mit anderen Inhalten nochmal füttern, wie ihr die Zeit über die Runden bringen könnt zu Hause. Wir haben sportliche Inhalte bis jetzt euch mitgegeben. Wir haben Informationen über Ernährung, über auch ein paar lustige Sachen wie Gehirnjogging, also wie ihr euer Gehirn auf Vordermann halten könnt, mitgegeben. Und jetzt, heute wollen wir eine Facette beleuchten, die wir, glaube ich, alle brauchen. In den letzten Wochen war das ja mit der Erholung, mit dem Relaxen nicht ganz so einfach. Und dazu habe ich mir heute die Josie mitgebracht, die Josie eingeladen. Josie ist meine Tochter, deshalb dürfen wir auch so nah aneinander sitzen. Ist eine Leseratte und dann könnt ihr euch vielleicht schon denken, worum es heute geht. Und wir wollen euch heute mal die Möglichkeit geben, also dir als Elternteil, die aber auch als Kind, wie sinnvoll tatsächlich auch die Zeit zu Hause genutzt werden kann, wenn nicht Hausaufgaben zu machen sind, nämlich vielleicht mit dem Selberlesen oder vielleicht mit dem Vorlesen. Die Josie hat uns ein Buch mitgebracht, was wir tatsächlich gerade zu Hause selber lesen, auch noch nicht ganz fertig sind. Also sie kann jetzt, wird auch nichts verraten, wie das Ende ist. Ja, und da würde ich jetzt gleich mal das Wort an Josie übergeben und einfach mal fragen: Hi Josie, was hast du denn uns für ein Buch mitgebracht? Das Buch heißt Luftpiraten und der Autor heißt Markus Oss. Okay, und also Luftpiraten, Luftpiraten. Gut, jetzt kennen wir alle Piraten, die zur See fahren. Erklär mal ein bisschen, was sind denn Luftpiraten? Luftpiraten sind sehr unfreundliche Wesen. Sie haben graue Haut und große Knubbelnasen und werden bis zu 2 Meter groß. Und sie sind sehr fies und streitsüchtig. Also so, wie man eigentlich nicht sein sollte, sozusagen. Genau. Okay. Gibt es da auch bestimmte Personen, um die es da in dem Buch geht, oder ist das eine Beschreibung der Luftpiraten allgemein? Also es gibt 2 Hauptfiguren. Das sind Adiaba und Zwolle. Zwolle ist der Sohn von Adiaba. Okay. Und wo wohnen die eigentlich, die Luftpiraten, also Zwolle und Adiaba? Also die Luftpiraten leben auf den Wolken in Luftlöchern. Okay. Und was machen die den ganzen Tag? Also was ist denn deren Aufgabe oder wie bringen die den Tag? Also wir sitzen jetzt zu Hause und was machen die? Die Luftpiratenkinder gehen in die Schule und lernen blitzen und schreien und brüllen. Und die Erwachsenen, die streiten sich und ärgern oder gehen ihren Berufen nach. Okay. Haben die irgendwas Spezielles? Also gibt es irgendwas Spezielles, was die Luftpiraten auszeichnen? Oder wie sehen die denn aus? Also du hast gesagt, die sind riesig groß und die Ja. zanken. Also sie haben ja ganz große Knubbelnasen und eine Augenklappe am linken Auge. Und sie haben graue Haut und Flügelfüße. Das heißt, sie haben an den Fersen sozusagen Flügel dran. Okay, mit denen können sie dann durch die Luft fliegen, weil sie ja Ja. im Himmel wohnen. Ja. Und die Augen, eine Augenklappe hast du gesagt? Eine Augenklappe, wofür ist die da? Sind die alle blind? Nein, sie haben ein Auge, das kann blitzen. Das heißt, aus diesem Auge funkt dann ein Blitz, mit dem sie Sachen abschießen können. Also wenn man die Augenklappe hochmacht, blitzen sie. Okay. Und der Zwolle und der Adiaba ist der Papa, hast du gesagt, und Zwolle. Und wie sind die zueinander gekommen oder wo ist die Mama? Also Luftpiratenkinder werden immer in Luftpaketen gebracht. Das heißt, Adiaba hat Zwolle in einem Luftpaket gekriegt, doch Zwolle ist halt anders als die anderen. Was heißt das? Anders als die anderen? Er hat weiße Haut und er kann an einem Auge nicht blitzen. Und er ist halt das komplette Gegenteil, weil er freundlich, nett und liebenswürdig ist. Cool. Und okay, also die erleben sicherlich dann irgendwelche Abenteuer, kann ich mir vorstellen. Also ein Ganz bisschen was viele. weiß ich ja auch schon. Wir sind jetzt da knapp bei der Hälfte angelangt. Und ich weiß aber auch, dass es noch in dem Buch noch ganz, ganz viele, und das ist echt lustig, ganz, ganz viele andere Charaktere gibt. Was gibt's denn da noch? Also es gibt sehr viele Charaktere, wie der Luftikus, das ist das Haustier von Zwolle. Und es gibt noch viele andere Wesen, zum Beispiel die Regenratte, wie auch der Windhund oder Luftschlangen oder Luftmolche, wie auch der Donnerdackel oder zum Beispiel auch die Sturmschildkröte. Und hier könnt ihr das nochmal genauer sehen. Ja,
Gut, dann haben wir erstmal so ein paar Informationen. Wir wissen leider auch noch nicht genau, wie es zu Ende geht, aber ich kann euch nur sagen, es ist wirklich ein cooles Buch, ein sehr spannendes Buch. Es ist für uns Erwachsene auch wirklich ein cooles Buch, weil es ganz, ganz viele Vergleiche gibt zu unserem Leben, die vielleicht auch die Kinder noch gar nicht so verstehen, aber auch nicht verstehen müssen. Es sind viele wortgewandte Witze drin, es ist ganz viel, wird mit der Sprache hantiert, es geht viel um Luft, um alles, was in Luft passiert und im Hintergrund die Luftpiraten natürlich als Protagonisten. Ja, Josie, erstmal Dankeschön, wir bleiben weiter dran, wir lesen weiter, beziehungsweise du und ich, wir lesen dann auch mal deinem Bruder ein bisschen weiter vor aus dem Buch. Also von uns die Empfehlung tatsächlich, ich halte es vielleicht nochmal hoch, Luftpiraten, ein sehr, 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 sehr abwechslungsreiches Buch, ganz interessant, ist nicht ganz dünn, also 245 Seiten hat es, aber für die Tage, in denen wir noch zu Hause bleiben müssen, ist das, glaube ich, eine gute Untermalung, um in das Ziel Relax einzuzahlen. Also was wir alle brauchen, ihr kennt das, wer bei uns trainiert, das Rad des Erfolges besteht ja nicht nur aus Training, sondern auch aus Ernährung, aus Motivation, vor allen Dingen aus Erholung. Also erholt euch ganz gut, gönnt euch mal ein gutes Buch. Nehmt euch eure Kinder dazu, weil es macht einen Heidenspaß und sie werden es euch danken und werden an euren Lippen kleben, gerade auch bei diesem Buch. Bis später. Wiedersehen. So, hallo zurück in unserer kleinen Rubrik des Erholens durch Lesen. Gerade hatten wir ja die Josie, die ein Kinderbuch vorgestellt hat, was viel Lust machen soll, Eltern und Kinder zusammen noch mehr zusammenzubringen, als es jetzt eh schon in der Wohnung ist, aber dann auch mal auf die Ebene lesen. Und jetzt ist ein Thema, was etwas schwerer, aber leicht aufbereitet, sollte ich mir merken, dargestellt wird, und das ist das Thema Ernährung. Dazu habe ich die Andrea neben mir sitzen, also unsere Ernährungsexpertin im Vital, und die hat uns auch ein Buch mitgebracht. Andrea, sag mal, erzähl uns mal, was hat es damit auf sich? Ja, ich habe euch mitgebracht den Ernährungskompass, von dem Bas Kast heißt er. Und ja, dieses Buch ist ein kleiner Führer durch den Dschungel von vielen Halbwahrheiten in der Ernährung. Ja. Naja, wir wissen ja, dass es halt in der Ernährung und in der Trainingslehre wahrscheinlich die meisten Wahrheiten gibt auf der Welt und es nicht so ganz einfach ist, sich zu orientieren. Was ist denn jetzt was ist jetzt anders an dem Buch als an vielen anderen Ernährungsbüchern, die wir ja schon kennen und auch schon zuhauf gelesen haben? Also das Interessante an dem Buch ist, dass der Autor das aufgrund eigener Erfahrung geschrieben hat. Der Bas Kast hatte mit 40 einen Zusammenbruch, also ist mit Schmerzen in der Brust zusammengebrochen und hat sich daraufhin mal die Frage gestellt, ob er sich mit Junkfood jetzt seine Gesundheit ruiniert hat. Und nach dieser Erfahrung hat er ja über seine eigenen Gedanken und das Ganze wissenschaftlich basiert. Quasi eine Zusammenfassung der wichtigsten Ernährungsregeln geschrieben. Also 12 Grundregeln einer gesunden Ernährung. Was ist richtig? Wie ernähre ich mich gut und gesund? Also ist jetzt kein Kochbuch, wo man irgendwelche Rezepte bekommt, die man dann sowieso nur einmal kocht. Gibt es dann auch als Teil 2 des Buches. Ach so. Hat er auch noch ein Kochbuch verfasst, sodass man da für den Alltag auch ein paar schöne Anregungen hat. Hier geht es aber wirklich darum, wissenschaftliche Basis, gefiltert und allgemein verständlich beschrieben. Okay. Also ich finde es interessant, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe mich nur mit dem Autor mal kurz beschäftigt, dass er eben tatsächlich, was Andrea schon sagte, mit 40 schon kollabiert ist und daraus natürlich dann eine andere Motivation abgeleitet hat, sich damit zu beschäftigen, als vielleicht die Personen, die ihr Leben lang gesund waren und Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse ausschließlich nutzen, ist das, glaube ich, nochmal näher dran. Wir haben vorhin über die Seitenanzahl gesprochen. Sag mal kurz, ist das an einem Tag durchzulesen? Oder? Das wird ein bisschen knapp. Also schon ein relativ dickes Buch, 320 Seiten. Ja, okay. Also ein paar Tage braucht es vielleicht schon. Wenn es so interessant ist, und dann kann man das über mehrere Tage vielleicht mal ziehen. Ja, danke Andrea. Also auch in Richtung Ernährung immer wieder Tipps und Tricks, jetzt nicht nur praktischer Seite, sondern jetzt hier auch mal theoretischer Seite. Wir hoffen, dass ihr die Zeit nutzt, euch mal so ein bisschen hinsetzt, mal wieder ein Buch aufschlagt. 2 Vorschläge habt ihr von uns bekommen. Einmal etwas für die Kinder und einmal etwas, obwohl für die Kinder kann das natürlich genauso zutreffen, weil die Kinder von heute sind ja dann die Erwachsenen von morgen und genauso gefährdet. Und ja, wir bleiben dran, drehen noch ein paar weitere Videos für euch zu anderen Themen und sagen dann hier bis bald im Vital. Ja, hallo. Die Tipps für eure Lesenachmittage zu Hause habt ihr von uns schon bekommen. Ich bin jetzt mit der Josie
weil das sind wir euch noch schuldig geblieben, mal zu dem Ort des Geschehens gegangen, wo ihr hoffentlich als Unterstützung für den ansässigen Einzelhandel auch diese Bücher natürlich kaufen könnt. Und da sind wir jetzt vor Tengas Buchhandlung, seit dieser Woche wieder geöffnet, in den letzten Wochen sehr gut in der Versorgung per WhatsApp und Lieferung nach Hause für Bücher. Jetzt könnt ihr aktuell wieder die Bücher selber kaufen, unterstützt den Einzelhandel vor Ort. Wir werden es auf jeden Fall tun. Und die Frau Lachmann steht noch neben mir. Ja, hallo und auch von uns ganz liebe Grüße. Wir freuen uns natürlich, dass wir seit Montag wieder geöffnet haben für unsere Kunden. Sie können wie gehabt in den Laden kommen, sie können aber auch weiterhin anrufen, sie können uns Nachrichten schreiben, E-Mails schreiben. Wir nehmen alle Bestellungen an.